select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Und wir singen! Stefan, zunächst einmal wird sicherlich ein emotionales Spiel gewesen sein, da man mit vielen Spielern jetzt in der Konstellation das letzte Mal gespielt hat. Wie sind die Emotionen? Ja, auf jeden Fall traurig. Wir haben ein ganzes Jahr zusammen verbracht oder mehr. Man hat Freunde kennengelernt, man hat Personen kennengelernt und es war auf jeden Fall eine schöne Zeit. Und es fällt jetzt einem schwer, halt, so wenige Menschen loszulassen. War auf jeden Fall eine gute Zeit. Ihr habt heute sozusagen den Angstgegner besiegt. Ja, wie habt ihr es geschafft und was ist das für ein Gefühl? Ist auf jeden Fall ein gutes Gefühl, ein Derby zu gewinnen. Wie wir es geschafft haben, war mit Leidenschaft, mit Kampfgeist und mit unserer Struktur in der Defensive. Versuchen immer die Null zu halten. Ist leider jetzt heute nicht gelungen, aber wir haben unser Bestes hinten rausgegeben und dann könnten wir vorne zuschlagen. Ja. Du hast ja dem Namen Joker alle Ehre heute gemacht. Reingekommen, quasi erster Ballkontakt, Tor und Ausgleichstor im Grunde in der Gegenaktion zum Gegentreffer des FCK. Ja, ein paar Worte dazu. Ja, war glücklich bis hier in der ersten Aktion. Ich komme rein, ich sehe, Janis Hanik hat den Ball außen. Ich laufe auf dem ersten Pfosten durch und einfach big up to Janis Hanik, weil war ein super Ball von ihnen und dann, ich müsste ja nicht mehr viel machen, außer den Fuß reinstecken. Ja, wie zufrieden bist du mit deiner Leistung in der Saison? Wie hast du dich entwickelt? Ich glaube, bei mir sieht man schon eine Entwicklung zum letzten Jahr. Zufrieden bin ich jetzt nicht mit meiner Saison. Also ich denke, dass ich da bessere Spiele machen könnte in der Saison und vielleicht auch mehr Spieleinsatz, so vom Training her. Und dann, um mich zu beweisen könnten, für die Startelf dann zu spielen. Und ja, also ich denke, dass ich eine Entwicklung gemacht habe und dass es im nächsten Jahr viel besser laufen würde für mich. Ja, wie siehst du den Weg deiner Mannschaft durch die Saison? War eine gute Saison, also anfangs nicht gut gestartet, aber wir haben uns reingebissen. Und dann, jetzt sind wir hier. Ich muss später noch in die Tabelle schauen, ob wir es vielleicht geschafft haben zum dritten Platz. Wäre noch cool, nächstes Jahr vielleicht DFB-Pokal zu spielen. Auf jeden Fall eine tolle Saison gewesen von uns. Anfangs schlecht gestartet, aber am Ende haben wir uns zu Männern entwickelt. Du bleibst der nächste Saison hier, haben wir ja schon angesprochen. Was sind deine nächsten Schritte und was verfolgst du ja, für längerfristige Ziele? Also ich versuche auf jeden Fall hier mich durchzusetzen beim KSC, mehr Einsätze zu haben, mich in die Startelf reinzubeißen nächstes Jahr. Natürlich viele Tore zu machen und hoffentlich mehr Einsätze halt auch bei den Profis zu bekommen. Vielleicht öfters beim Training dabei zu sein und mich dafür einsetzen, dass ich da vielleicht auch hochkomme. Stefan, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir viel Erfolg. Dankeschön. Schönen Tag noch. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.